Es war einmal vor langer Zeit. Ein Mann, der war ein grauer Wächter. Er reiste fast unendlich weit. Der dunklen Brut war er ein Schlechter. Seine Reise wurde jedoch unterbrochen. Geradezu auf Eis gelegt. Doch endlich hat Iron die Lösung gerochen. Sodass es jetzt auch weitergeht. Und damit seit langem zum ersten Mal willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins hier auf Super Scroll Gaming. Ich bin Iron Maiden und heute euer Gastgeber, könnte man sagen. Und ich bete nur darum, dass Fraps jetzt endlich funktioniert, wo ich doch jetzt eine externe Speicherplatte, eine externe Festplatte als Speichermedium benutze. Verdammt, und da geht auch schon das Telefon wieder los. Bestes Timing ever. Bis gleich. Alles klar, und natürlich ist da gerade niemand gewesen an der Ende der Leitung. Und um solche weiteren gruseligen Anrufe zu umgehen, habe ich das Telefon einfach kurzerhand unter einem Riesenhaufen Kissen versteckt. Und dann würde ich sagen, legen wir das doch los. Ich habe extra meine Kopfhörer dabei. Hab eine Tasse Tee. Ah, das ist guter Stoff. Und dann weiß ich immer noch nicht, wo wir eigentlich gerade sind. Irgendwo in Brazilian Wald, so viel weiß ich noch. Warum ist die Framerate so vergleichsweise niedrig? So, wo muss ich überhaupt lang? Bringen Sie die Dinger durch den Wald. Hüpfen die Bäume einfach aus. Ist das ein Hund? Oder nur eine Statue eines Hundes. Ja, Alistair mit meiner Blutdrachenrüstung, um ganz genau zu sein. Und es geht weiter in den Brazilian Wald. Na dann. Oh, noch mehr Wald. Und ich dachte, ich hätte die Wildnis für immer verlassen. Du wirst die Wildnis niemals los, meine Liebe. Die Wildnis ist ein Teil von dir. Unnötig, ich weiß. Alles klar, oh, was, wo? Oh, what the... Werwölfe, yay! Das war's, was ich wollte. Stun, Bitch! Haben Werwölfe Eier? Wenn ja, trete ich gleich mal rein. Ja, greif doch mal ruhig weiter an. Ja, Raiden ist ja eine faule Sau. Die Werwölfe sind auf jeden Fall keine besonders ebenbürtigen Gegner, wie es ausschaut. Was haben die denn? Oh, super! Ach, ich liebe es. Okay, ab sofort mag ich Werwölfe. Die haben nämlich gutes Zeug dabei. So, und da hinten scheint es so, als gäbe es noch weitere von der Sorte. Wo genau? Ich finde die nicht. Ah, da ist ja... das ist aber kein Werwolf, das ist ein Verderbniswahn. Und gestunt, Bitch. Oh, und Alistair klaut natürlich den Kill. Wolfsfell. Ach genau, da gab es glaube ich sogar eine Quest, wo man Wolfsfelle für braucht. Ist aber nur eine Sidequest. Ja, genau. Dann laufen wir doch mal gerade im Kreis, ne? Nee, natürlich machen wir das nicht. Natürlich laufen wir wieder zurück und ich sollte mir vermutlich eine Uhr hinlegen, damit ich jetzt nicht hier eine Stunde am Stück aufnehme. Alles klar. Tun wir mal so, als hätte ich bisher maximal 5 Minuten gespielt, was natürlich voll daneben ist. Gut, dann würde ich sagen, spiele ich jetzt noch eine Viertelstunde. Das müsste reichen. Oh. Ihr wollt was, hä? Wer wollt es von mir? Oh, offenbar nicht. Oh, die Viecher können reden, cool. Aha. Die Deli schicken ausgerechnet einen Menschen, uns unseren Platz zuzuweisen, uns zu bestrafen für den Angriff. Welch bittere Ironie! Naja, man kann Ironie nicht ohne Iron schreiben, oder? Ironie! Die Motherfucker! Nein, das werde ich jetzt noch nicht machen. Ihr sprecht. Ich dachte, Werwölfe seien wilde Bestien. Das dachte ich aber nie. Naja. Doch, eigentlich schon. Ich bin kein Diener der Dalish. Ich bin hier im Schattenreißer zu töten, weiter nichts. Machen wir mal das Höflichste, was es gibt. Ihr sprecht mit Windläufern. Ich führe meine verfluchten Brüder und Schwestern an. Kehrt um. Geht zurück zu den Dalish und sagt, dass ihr versagt habt. Das geht leider nicht. Habt ihr Flöhe? Ihr werdet mit Wonne zusehen, wie sie an demselben Fluch leiden, der schon so lange auf uns lastet. Verdammt, der Tee hätte länger halten sollen. Es ist nur noch ein Schluck drin.
Worum ging es? Entschuldigung, hab nicht zugehört. Aus dem Weg, außer er sagt mir, was das heißt. Dann seid ihr die Werwölfe, die den Dänisch aufgeladen haben? Überreden, ich möchte lieber mit euch sprechen, ich will euch nichts tun. Hinfort, Bestie, oder ertragt die Konsequenzen! Nein, ich werde mich mal einschleimen. Habt euch nicht Fasbrien geschickt? Und wenn es so wäre? Er will nur unsere Zerstörung, kein Gespräch. Tja, aber ich bin nicht Zathrian. Erzählt mir über euren Fluch. Ihr wisst gar nichts. Nichts über uns und noch weniger über jeden. Ja, wenn ihr mir nichts erzählt, kann ich auch nichts wissen. Ihr seid ein Narr. Das Gespräch ist beendet. Verlasst den Wald, solange ihr noch könnt. Lauft zu den Dänisch und sagt ihnen, dass sie untergehen werden. Hoppala, das war wohl der falsche Hebel am Stuhl. Ich wollte eigentlich nur etwas niedriger sitzen. Ich gehe nirgendwo hin. Ich will nicht kämpfen, aber Rückzug ist auch keine Möglichkeit. Ich will auch nicht gegen euch kämpfen, aber wir können euch nicht trauen. Ja, das ist aber schade, weißt du? Ziehen wir uns zurück. Der Wald hat Augen und wird sich wie eh und je um ein. Yep, das ist... Das Lustige ist, der, ihr wisst vermutlich gar nicht, wie recht der Kerl damit hatte und vor allem, wie wörtlich gemeint recht er damit hatte. Und wenn ich jetzt da hinten lang gehe, kann ich es euch vermutlich sowieso gleich zeigen. Dann mache ich das doch mal kurz. Oh nee, das sind nur Werwölfe. Das Blöde ist, glaube ich, ich komme aus dem Kampfmodus nicht mehr raus, bevor ich die getötet habe. Also, ja, schlachten wir kurz ein paar Viecher. Ich meine, ich sollte das überleben. Nicht wahr? Moment mal. 4? Genau. Und Rundumschlag. Yay! Und tritt in die Klöten. Und Unruhe, Bitch. Oh, fuck, 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 fuck! Hat nämlich gerade eins, ist getötet. Willst du mich jetzt verarschen? Das ist nie passiert. Das bleibt unter uns. Das sollte kein Problem sein. Wer weiß, fährt Inventar voll. Ja, dann scheiß ich drauf. Was haben wir hier? Säure Beschädigung braucht keinen Depp. Was zum Teufel ist das alles hier überhaupt? Und ich habe sowieso viel bessere Sachen. Also... Nehmen wir das. Ich habe doch gerade erst was rausgeschmissen. Mal im Ernst. Abgeschirmte Zwergenrüstung, Mühsal, Ring der Selektion. 10% Naturschaden. Oh hey, ich habe ja auch einige so Runen. Ein Totem. Eine Silberkette, die Rose von Orlais. Willems Spezialgebräu. Jetzt im Ernst, das habe ich noch nicht alles verschenkt. Oh, cool. Na dann, blöd ist, ich weiß also nicht, wie viel die Dinger wert sind hier. Ich würde einfach mal sagen, dass der Malachit am wenigsten wert ist und deswegen zerstöre ich den. Also jetzt im Ernst? Was ist denn das? Was scheiße ich da jetzt drauf? Das sollte kein Problem sein. Werwolfsfell. Komm schon, Wundumschläge. Nein, Werwolfsfell. Ja, gut, dann, schade. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Also da komme ich her. Da scheint es weiter zu gehen und da oben scheint es weiter zu gehen. Nehmen wir mal, das da hinten kommt, da komme ich dann in einen Kreislauf. Ich denke mal, ich bin hier sogar ganz richtig. Da sieht man, man sollte immer vor den Werwölfen. Dunkle Brut! Vorsicht vor ihrem Blut! Oh hey, ohne Scheiß, dunkle Brut. Zeit für gestohlen, eigentlich ganz genau. Irgendwie droppt die Framerate gerade schon wieder ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt blöde Absicht so ist, dass hier die gerade so eine Zeitlupe war. Ich hoffe mal, ja. Und ich hoffe auch mal, dass meine Stimme am Ende dieser Aufnahme gut ist.
Ansonsten wäre ich nämlich nicht angepisst. Ich muss echt mal wieder das Spiel lernen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ah, Mann, ey. Bin ich jetzt überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ich wage es anzuzweifeln. Schutt. Oh hey, was ist denn das? Grabstein. Okay. Der Anblick beunruhigt mich. Okay. Alles klar. Dann will ich da jetzt mal nicht so lange bleiben. So, hier gab es doch irgendwo... Ah, genau. Das Ding, damit kann man reden. Und ich glaube, man kann sogar damit kämpfen, aber das würde ich nicht machen wollen, wenn es sich verhindern lässt. Denn das Viech ist ein orangener Gegner. Und wie ihr sich noch euch erinnert, oder wie auch euch hoffentlich noch erinnert, sind orangene Gegner die härtesten überhaupt. Silberkordel. Zwei Konstellationen. Das Geld nehme ich gerne mit. Die Konstitution ist es dann doch eher wert. So. Oh shit, da sind ja noch mehr Bäume. Ihr werdet gleich sehen, was der Wald hat Augen meint. Ganz genau. Diese Drecksviecher hier greifen nämlich tatsächlich an. Und zwar äußerst aktiv. Unruhe, Bitch! Meine Erfahrungspunkte da. Meine! So, und bevor wir uns jetzt weiter bewegen, noch mehr von unserer Ausdauer verschwenden. Ja. So. Noch ein Waldgeist. Okay, unfairer Kampf wirkt schon mal nicht bei dem Viech. Auch gut zu wissen. Dann versuche ich den in Zukunft gar nicht erst, weil das kostet eine unnötige Ausdauer. So, wie viele Waldgeister gibt es denn hier noch? Kann ich mit der Eiche oder mit der großen Eiche reden, ohne dass ich angegriffen werde? Was für ein Tier verschafft sich hier Raum? Oh Mann, das ist ja mal richtig von Herr der Ringe da abgeklatscht. Alten Baum. Servus Baumbart, altes Haus, wie geht's? Seht ihr das denn nicht? Ich bin ein Werwolf. ihr sprecht von den anderen. Denen voller Wut. Vergebt ihnen. Ihr Schicksal meint es nicht gut. Ja, das vergebe ich denen gerne. Die sind ja schon tot. Komm. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche. Der uralte Baum. Das könnte gut von mir sein, dieses Gedicht. Das ist ein reimender Baum. Was für eine Art von Geist hat denn hier seine Finger im Spiel? Das will ich gar nicht wissen. Die Zeit ist reichlich fort. Vermutlich ist es einfach nur der Geist vom Fangornwald. Um einen Gefallen euch bitten? Ihr habt einen Gefallen erwähnt. Was meint ihr damit? Nur eine einzige Sache bringt mir Verdruss. Es ist nur ein Wunsch, der erfüllt werden muss. Er vermisst seine Eiche. Ich lag noch im Traum. Da wurde meine Eiche geraubt. Ich glaubte es kaum. Und wie auch beim Menschen, kann sich ein männlicher Baum ohne Eiche nicht fortpflanzen. Okay, der war jetzt natürlich etwas flach. Eine Eiche? Und jetzt gerne zurück. Alles, was ich habe, ist allein meine Saat. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß keinen Rat. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin hier nicht frei. Doch ohne sie ist mein Leben vorbei. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. In Ordnung, ich helfe euch. Ich könnte eure Eichel suchen. In meiner hölzernen Haut stecken Magie und Leben. Wenn ihr wünscht, könnte ich euch ein Stück davon geben. Da
Das wäre mir lieber, ja. Im Zentrum des Waldes, sagen die Linden, sei das Lager der Werwölfe zu finden. Ich weiß nicht, ob euch dieses Wissen nützt. Ihr könnt nicht dorthin, da der Wald sie beschützt. Na super. Und wie viel Einfluss hast du hier im Wald? Der Wald würde einen Baum in euch sehen. So könntet ihr jegliche Gefahr überstehen. Oh, das ist natürlich angenehm. Das klingt nach einer großartigen Belohnung. Werdet ihr mir den Gefallen erweisen? Kann ich euch als meinen Retter preisen? Ja, aber du brauchst nicht so hart übertreiben. Gerne doch. Geht nach Osten und sucht diesen Mann. Tu das, was ich leider nicht kann. So, wir werden da drüben jetzt einen geisteskranken Irren erledigen. So, und dann Gemeinschaftsangriff, Witches. In die Klöten! Oh, verdammt. Jetzt steh schon auf, Mann. Sehr gut gemacht, Jail. Dann, ja, kommt mal mit. Mal nach Osten. Das war, hoffe ich mal, da lang. Ne. Nach Osten würde ich immer mal sagen, geht's da lang. Das heißt, wir müssen tatsächlich erstmal noch ein bisschen zurück. Ja. Alles klar, aber hey, wenigstens geht's weiter, Leute, oder? Oh. Automatisches Speichern. Sehr nett. Oh, hey, Werwölfe. Hey Jungs und Mädels, ich weiß ja nicht, was ihr seid. Hoppala. Das war, was ich eigentlich machen wollte. Mächtiger Wundumschlag. Zu langsam, natürlich. Ich bin einfach total aus dem Spielkonzept raus. Das ist unglaublich. Schildhammer und Schildschlag. Das überwinden. Okay. Hoppala. Falsch. Ich glaube, mein guter Draydon braucht langsam aber sicher eine Verletzungsausrüstung. Wie ihr wünscht. Ich habe zwei Verletzungen. Okay. Schauen wir mal. Ah, bestens. Wie geht's euch, Jungs und Mädel? Oder ihr Mädels, stimmt. Shale ist ja auch eine Frau. Okay. Alles Roger. Dann können wir weiter. Und jetzt geht es nach Osten. Und ja, ich muss tatsächlich einen Abschnitt weiter. Sofern ich mich richtig an dieses Spiel erinnere. Oh hey, Hirsche! Die verjagen wir mal leben, wette ich. Oder kann man die angreifen? Oh, das sind Hallas, keine Hirsche. Oh. Verstehe. Sieht aus wie eine Mischung aus Hirsch und Ziege. Und klingt auch so. Stirb! Was soll denn der Scheiß? Kill geklaut. Zu geil. Vielleicht sollte ich ein bisschen warten, bis mal so die Gesundheit was aufgeladen ist. Und dann wäre es auch nicht so sinnvoll, mich gleich da in die Höhle des Löwen zu begeben. Ach, willst du mich jetzt verarschen? Ah, meine Güte. Was ist da nochmal? Ach genau, da komme ich wieder daraus, wo ich herkomme. Ich muss tatsächlich hier weiter. Durch diese Horden von wilden Bäumen. Vielleicht kann ich mal kurz einen rauslocken. Alles klar! Attacke! Oh Mann, zu gut, Mann. Too fast, too furious, sag ich nur. Ja, ich habe alles da auch vermisst. Ist gut, ihn wieder dabei zu haben. Genau, ein Feind nähert sich. Wird erlebt.
Morrigan, kannst du mal mehr machen als deinen scheiß Standardangriff? Schon lange, aber sicher geht das nicht auf den Sack. Okay, den letzten können wir jetzt einfach so kalt stellen. Sehr schön, das heißt Morrigan wird den hier abstauben, schätze ich. Oder auch nicht! Doch. Das war einfach... Da habe ich mir jetzt dann doch zu viele Hoffnungen gemacht, den Kill noch abstauben zu können. Ist ja aber auch egal. Denn ich glaube, hier hinten muss ich nur hin und dann... Ich hoffe, hier hinten muss ich nur hin und dann... Ja, das schaut ganz danach aus. Oh! Hey, wer bist denn du? Oh nein, kein Werwolf und auch kein Geist. Was steht im Wald nur bevor? Eine Invasion. Naja, vermutlich eher doch nicht. Ja, jetzt habe ich schon deutlich wieder über das Pensum hinausgespielt, das ich eigentlich wollte. Das Gespräch beenden wir in der nächsten Episode. Aber freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, es wird auch Dragon Age endlich mal weitergespielt, weil anscheinend lag es jetzt nicht mehr.